Leute und herzlich willkommen zurück in der wunderbaren Welt von Mass Effect Andromeda. Ja, diesmal kann ich wirklich mit frohem Gewissen sagen, in der wunderbaren Welt, denn das ist einfach nur krass. Seht euch diesen Lensflare an, das ist einfach nur beautiful. Ist das Wasser oder was ist das hier? Ist das eine Teergrube, ist das Methan oder ist das Wasser? Das ist anscheinend Wasser. Wenn wir auf diesem Planeten schon Wasser haben, warum sagen die dann, dass das so eine Enttäuschung ist, dieser Planet? Wasser bedeutet Leben, Leute. Ich hoffe mal, das ist Wasser und ich bin hier nicht in flüssigem Methan. Aber nee, flüssiger Methan, das funktioniert nicht. Methan ist ein Gas und ist erst bei einer sehr hohen Temperatur flüssig. Oder bei einer sehr niedrigen. Ich weiß es nicht mehr genau. Also auf jeden Fall nicht in unserem Temperaturwohlbefinden. Methan ist halt ganz anders. Methan ist in unserer Welt gasförmig, bei unseren Temperaturverhältnissen, wo wir hier mit unserem Anzug hier rumlaufen würden. Und so krass sind unsere Anzüge auch wieder nicht. Die würden wegschmelzen. Die Tür wird zwar durch ein Notstromsystem versorgt, ist aber mit einem Codeschloss versehen. Anlage 1 hat individuelle Sicherheitscodes ausgegeben. Jeder Außenposten wird autark verwaltet und stellt eigene Protokolle auf. Sag doch einfach, dass wir sie ohne die Codes nicht öffnen können. Ohne die Codes können wir sie nicht öffnen. Gut! Ja, Sam hört auf jeden Fall von. Kann man denn hier irgendwo rein? Wir können hier wirklich drauf. Wie geil ist das denn? Wir können hier wirklich drauf. Krass. Also das ist nicht mal Open World. Finde ich geil. Was sind das denn für komische Bögen? Haben die einen Sinn oder ist das nur Deko? Gehen wir hier mal hierher einfach. Aha, aha, aha. Wir kommen hier einfach so rein, krass. Oh, ein Datenpfahl. Ich habe einen Codeschlüssel gefunden. Der müsste uns helfen, reinzukommen. Terminal. Abspielen, Audio. Ja, Audiolog abspielen. Wir haben heute den ersten Kolonisten verloren. Der Sturm kam wie aus dem Nichts. Lockley hat versucht, unsere Pflanzen abzudecken und dabei den Halt verloren. Er wurde einfach weggerissen. Seine Frau ist noch im Kälteschlaf. Vielleicht weiß ich ja, was ich ihr sagen soll, wenn sie irgendwann wecken. Ja, ja, okay. Abspielen Audiolog, ja. Wir haben heute den ersten Kolonisten. Nein, 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 nein. Lock. Das könnte man noch durchlesen. Sturm kam wie aus dem Nichts. Nein, 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 ich will nicht mehr hören. Pfui. So. Was ist denn hier noch was? Finde ich schön, dass das Audiolog wirklich da drüben bleibt und nicht hier universell rumschwirrt in unserem Kopf. Was ist das denn hier für ein Rad? Hier ist ein bisschen was kaputt oder wurde nie fertig. Das kann natürlich auch sein. Sauber ist ja wenigstens die Code. Oder wir kommen da unwahrscheinlich rein. So, da werden wir mal dahin sprinten. Wir bewegen uns auf jeden Fall langsamer, weil wir die schweren Waffen drauf haben, ne? Kann das sein? Ich glaube schon. Aber bevor wir hier reingehen. Nein, nicht die Waffe. Wie ändere ich das nochmal? Ich will die Schrotflinte aufschütteln. Das ist eine Schrotflinte, ne? Hat einen geilen Sound. Schön kernig. Wir ballern hier einfach mal so. Geil. Ein geiler Sound. Was auch ein geiler Sound ist. Aber die Schrotflinte hat auf jeden Fall den kernigsten Sound, den man sich vorstellen kann. Und ich finde einfach, dass... wenn eine Waffe geil ist, dann braucht sie auch einen mega heftigen Sound. Denn das gehört einfach dazu. Das ist ja auch dasselbe wie bei krassen Sportwagen. Also Autos und so weiter. Die brauchen auch einen krassen Sound, damit sie mir gefallen. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der mir so geht. Muss man da hin? Müssen wir da rein oder was? Deutsch gesagt, wie kommt man da rein? Kommt der einfach so rein? Ja, hier komme ich einfach so rein. Das finde ich sehr schön. Ja, hier komme ich auch rein. Sehr schön. Was ist das hier für eine Grafik? Das sieht aus wie eine Systemgrafik. Und zwar in Holo. Geil. Ich freue mich schon auf die Zeit, wo wir wirklich Holo haben. Konsole, hier. Ich habe ein partielles Lock, kann aber die Antenne nicht einschalten. Etwas blockiert die... Wir können gleich weiter. Die Energieversorgung. Die Ursache ist eine externe Sperrung. Ihr Ursprung liegt in einem nahegelegenen Energierelais-Turm. Dann sind wir also nicht die Einzigen, die sich dafür interessieren, was hier passiert ist. Sehen wir uns diesen Relais-Turm mal an. Ja, wir sind uns in der Relais-Turm auf jeden Fall auch noch. Jetzt gucken wir hier rein.
Nachricht von... Wir müssen uns nicht alles durchlesen. Ich meine, das sind nette Geschichten, die es hier gibt, aber wir wollen der Story vorankommen. Wenn ihr da anders in der Annahme seid, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, wenn wir uns öfter was durchlesen sollen. Es gibt gut geschriebene Geschichten, aber... Die Haupttür wurde mit Energie versorgt, die Innentüren aber nicht? Für die volle Funktionsfähigkeit der Anlage wäre eine aktive Energierelaisstation erforderlich. Sehen Sie sich das an. Dieser Ort ist eine Ödnis. Die Strahlung in der Atmosphäre von EOS erzeugt eine lebensfeindliche Umgebung. Strahlung? Unsere Anzüge schützen uns doch davor, oder? In Anlage 1 gibt es Schildmasten, die das Ausmaß der Kontamination dämpfen. Und was ist, wenn wir uns außerhalb des sicheren Bereichs von... Dieses Bauwerk da vorne. Was ist das, Sam? Es entspricht dem Profil einer Energierelaisstation, Pathfinder. Sehr gut. Wenn wir sie zum Laufen kriegen, werden die Gebäude vielleicht mit Strom versorgt. Und wir können dieses Signal verfolgen. Das ist mal reines Interesse. Kann man hier rufen? Echt jetzt, Ryder? Ich sag auf Schiff und ihr fragt mich echt jetzt, Ryder? Ja, natürlich. Ich meine, wenn ich auf Schiff drauf kann, warum soll ich das nicht testen? Geil. Finde ich geil. Sieht leicht plastisch aus, das Schiff, aber das ist wahrscheinlich zukünftige Material. Finde ich geil. Ich mag das gerade. Ich finde das gerade geil, auf meinem eigenen Schiff rumzulaufen. Einfach nur, weil ich es kann. Es hat keinen wirklichen Nutzen, aber einfach nur, weil ich es kann. Das ging beim alten Mass Effect nicht. Da hat man ja dieses Landungsshuttle gehabt. Hier landet man einfach mit dem kompletten Schiff. In der alten Mass Effect Trilogie ist die Normandy die selbst ja nie gelandet. Man ist ja immer nur mit so einem Landungsshuttle runter, weil die Normandy die selbst zu groß ist. Alles Interesse. Sieht man hier in unseren Dings? Nein. Unsere Kabine sieht man komischerweise nicht, obwohl die eine Glasfront hat. Ja, auch hinten, das kann natürlich auch sein, aber ich glaube nicht. Hat er nach vorne geguckt, glaube ich. Okay, wir müssen da anscheinend hoch, um hier irgendwie energietechnisch was an den Mann zu bringen. Was war jetzt gerade? Sie ist nicht funktionsfähig, Pathfinder. Kein Wunder, nachdem sie so lange ohne Strom war. Wir hatten nicht mit solchen Bedingungen gerechnet. Wie auch? Wie auch, ja? Dann wollen wir mal hier reingucken. Ich komme doch bestimmt rein. Konsole. Dann war das wohl kein Catschiff. Die klopfen nicht an. Hier sind Leute? Wir dachten, alle wären längst weg. Natürlich dachten sie das. Und jetzt verziehen sie sich. Finden sie ihr eigenes Bergungsgut. Hier ist besetzt. Wer sind sie? Wie sind sie denn zu helfen? Ja, sind wir. Erstmal die professionelle Antwort. Schön. Ich sammle kein Bergungsgut. Ich bin ein Pathfinder. Wir wollen alles wieder in Ordnung bringen. Nennen Sie mich Clancy. Pathfinder, hm? Als ob das viel ändert. Die Nexus kann EOS einfach nicht in Ruhe lassen, was? Egal, wie oft sie hier unten scheitert. Ich verfolge ein Signal, das EOS helfen wird. Ich benötige lediglich Strom für die Antenne. Ich habe die Energie nicht grundlos abgedreht. Die Cats sind heute auf Patrouille. Wenn sie das Energierelais einschalten, wissen die, dass hier unten noch ein saftiges Ziel am Leben ist. Überlassen Sie die Cat mir. Aber EOS könnte gerettet werden. Überlassen Sie die Cat mir, wir kriegen das schon hin. Helfen Sie mir mit dem Energierelais, dann kümmere ich mich um die Cat. Sie sind verrückt. Ja, stimmt. Aber vielleicht auf eine gute Art. Auf jeden Fall. Okay, ich aktiviere die Generatoren da draußen. Wenn Sie den Tiger reizen wollen, bitte sehr. Auf jeden Fall, du bist ja sicher da drin. Ja, Kroll kriegt das hin, ich stoß mit dem Kopf. Machen wir uns bereit. Sobald wir die Generatoren starten, wird es vermutlich ziemlich ungemütlich. Komm ich da nicht hoch, oder was? Ich erzähle. Sorry. Aha, okay. Dort ist alles an der Generator, alles klar, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Kriegen wir Fallschaden? Nein, wir kriegen keinen Fallschaden, das finde ich sogar sehr geil. So, hier. Der Generator. Ich bin gespannt, wie viele Kette wirklich kommen werden. Die Startsequenz ist fehlerhaft. Manuelle Eingabe erforderlich. Verdammt. Scannen Sie bitte einen der Pylonen. So kann ich einen Zugangspunkt identifizieren, den wir hacken können. Ist gescannt. Reicht das als Scan, oder? Hä, ich hab das doch gescannt. Diese Analyse liefert uns wichtige Forschungsdaten, Pathfinder. Wenn Sie durch Scans weitere dieser Daten erfassen, können wir neue Technologien und Upgrades für beispielsweise Ihre Waffen und Panzerung entwickeln. Hier noch irgendwas machen wir? Hier wird was angezeigt. Was ist denn das hier? Komm ich auf jeden Fall hoch, alles klar. Also muss ich ihn aktivieren, alles klar, okay.
Generator. Okay, dann können wir hier was eingeben. Finde ich auch schön, dass wir wirklich so ein Touchpad auf dem Arm haben. Finde ich schön. Der Generator ist aktiv. Sam, unser Freund Clancy, hat er dem Außenpostenteam angehört? Nein, Pathfinder. Den Unterlagen der Nexus zufolge ist er im Hangar stationiert. Und was macht er dann hier? Schwänzt er etwa die Arbeit? Vielleicht betätigt er sich ja nebenbei noch als Bergungsgutsammler. Wahrscheinlich, ne? Wow! Alter, krass! Ja, schön. So, aktivieren hier. Den nächsten Generator ist wahrscheinlich der letzte. Gibt es zwei oder gibt es mehrere? Ich weiß es nicht. Wir haben Gesellschaft. Wir haben Gesellschaft, ehrlich? Wisst ihr was? Wir müssen Gesellschaft haben, ne? Oh, bam! Easy. Es kommen viele Scharen, ne? Wisst ihr was? Achso, mein Ding muss ich jetzt aufladen. Achso, scheiße. Das hab ich vergessen. Ich hab's vergessen. Warte mal. Ich teste meine Schrotflinte. Nimm die Dullis. Alles schon tot? Unterwegs. Wow. Alter. Die Schrotflinte ist mir sympathisch. Sie haben nicht übertrieben, was die Cat betrifft. Ich wollte weiter testen, meine Schrotflinte und so weiter. Mann. Okay, ich hab gerade vorher wirklich übersehen, dass man diese Energie-Station aufladen muss. Ist bereit zur Aktivierung, Pathfinder. Geil, danke. Ich hab ehrlich vergessen, dass man die eine Fähigkeit da aufladen muss. Aber gerade wirklich vergessen. Geht zu. Ja, geil. Sehr. Man kommt wirklich mit dem Jetpack überall hoch. Also, Aktivität kann man im Spiel wirklich nicht zu Maßen halten. Also, das ist wirklich krass vorhanden. Also, Open World ist das auf jeden Fall. Was ist das da unten? Warum glänzt das so komisch? Ist das ein Energiefeld oder so? Ich hab keine Ahnung. Okay, wir werden auf jeden Fall weitermachen. Der hier unten sehen wir richtig, wie es aussieht. Hi! Kumpel! Sie haben alle Cat erledigt? Natürlich. Klar, benutzen Sie das Energierelais. Ach was, nehmen Sie sich, was immer Sie wollen. Trotzdem, ein kleiner Rat. Wenn Ihr Signal außerhalb des sicheren Bereichs liegt, benötigen Sie eine Fahrgelegenheit. Eine Fahrgelegenheit? Shuttles machen bei diesem Wind keinen Spaß. Sie brauchen Räder. Ich glaube, da steht noch eine Kleinigkeit im Lager. Was? Wir kriegen ein Fahrzeug? Ich habe das ja geliebt bei Mass Effect 2. Oder bei 1 gab es das auch schon. Bei 3 gab es das leider nicht mehr. Den lieben Marco. Also so ein Truck quasi mit 6 Reifen. Oder 6 Rädern, wie auch immer man das nennen will. Kriegen wir doch sowas auch wieder? Ich würde es mega feiern. Sie sind noch nicht dazu gekommen, sie zu bergen? Ich hab's versucht. So einfach ist das nicht. Aber für einen Pathfinder ist das wahrscheinlich leichter. Wir gehen zu unserem Shuttle. Wenn Sie so weitermachen, finden wir bei unserem nächsten Besuch vielleicht nicht nur Bergungsgut. Bergungsgut? Handeln Sie damit? Bringen Sie sich in Sicherheit. Auf jeden Fall, aber handeln? Sie haben nicht zufällig etwas, das wir gebrauchen könnten. Hat der eine Sniper? Oh! Ohne Scheiß, der hat eine Sniper! Ohne Scheiß, wirklich? Krass! Ich haben will, was kostet? Ihre Credits, wir haben 100 Credits, der will 800 dafür. Ich bin der Pathfind, ich beschlag damit jetzt. Mann, wir können aber Sachen verkaufen, sehe ich gerade. Sprossensaatapulle, kannst du da haben. Predator behalte ich, nee. Das kannst du auch haben. Wir müssen irgendwie für 800 hochkommen. Ich will die Sniper haben, egal was ich jetzt verbrauche. Mir ist scheißegal. Gibt es noch irgendwas, was hier viel einbringt? Wir kommen nicht auf 800 hoch, ich sehe das gerade, ne? Nee, wir kommen nicht auf 800 hoch. Ne. Wir kommen auf maximal 400 hoch. Wir kommen nicht auf 800 hoch. Suppressor. Nee, das eine Teil behalte ich. Hier. Anzahl wählen. Von 10 Stück. Es gibt 400. Geil! Wir müssen nicht mehr vergeben. Dafür will ich die Raptor eigentlich. Oder ich hatte noch ein besseres Sniper. Das ist ein Sturmgewehr. Aber ich will die Raptor. So, tauschen wir.
Alle Währungsgüter verkaufen. Nein, obwohl. Okay, passt. Ja, die Details anzeigen. Nein, will ich nicht. Ich will einfach die Sniper kaufen. Womit mache ich das jetzt? Details anzeigen, Objekt abwählen. Nein, ich will das Objekt nicht abwählen. Wo gehe ich auf bestätigen? Handel bestätigen, Optionen. Ah, okay. Möchten Sie den Handel bestätigen? Geil! Geil, geil, geil. Das bedeutet, wir haben jetzt einen Sniper. Die blaue wird ihre Teile wohl bei jemand anderem kaufen müssen. Schön. Was haben wir hier jetzt noch? Kann ich den Sniper jetzt auswählen oder nee? Ich glaube, dafür muss ich zurück zum Shuttle, ne? Scheiße. Was ist das hier? Aktivieren wir. Kannst du mal reden, wenn du den Mund bewegst? Hallo? Korrekt. Ich habe außerdem die Quelle des Signals geortet, das wir im Orbit entdeckt haben. Ja, es korrekt. Kommt von einem großen Alien-Bauwerk außerhalb von Anlage 1. Es ist dem sehr ähnlich, welches Ihr Vater benutzt hat, um die Atmosphäre auf dem vorherigen Planeten zu verändern. Das sollten Sie sich vielleicht einmal ansehen. Nicht so schnell. Ja, definitiv. Gehen wir hin. Das könnte eine heiße Spur sein. Das sollten wir uns unbedingt ansehen. Hört, hört! Noch eine Warnung. Die Strahlungsbelastung außerhalb der Umgebung von Anlage 1 liegt im kritischen Bereich. Ohne zusätzlichen Schutz können Sie nicht weitergehen. Noch ein Grund, um herauszufinden, ob dieses Alien-Bauwerk diesen Planeten verändern kann. Los, wir sollten dieses Fahrzeug finden, das Clancy erwähnt hat. Auf jeden Fall. Zuerst sollten wir uns die Sniper holen, rein theoretisch. So, aber Leute, ich würde sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Da die Stromversorgung wiederhergestellt ist, können wir die Gebäude in der Nähe... Klappe. Magazin, geil. ...untersuchen. Ich will mich eigentlich verarschen. Willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen? Ey, ohne Scheiß, ich habe mit dem gerade einen Sniper gehandelt und jetzt finde ich hier exakt die gleiche, die Raptor 1, finde ich hier in der Kiste. Ich hätte die niemals kaufen müssen, Alter, du willst mich doch verarschen. Haben wir jetzt zwei Stück davon jetzt? Ohne Scheiß. Na ja, haben wir. Einen habe ich gekauft und einen habe ich gefunden. Ja, geil, natürlich. Ach nee. Egal. So Leute, ich muss auf jeden Fall sagen, das soll es erstmal gewesen sein für diese Folge von Mass Effect Andromeda. Es geht auf jeden Fall mega krass in die Folgen. Das finde ich mega geil. Das Spiel entwickelt sich so krass. Ich hab Bock drauf. Ich mache jetzt erstmal eine Session von 300 Folgen und dann sehen wir uns wieder. Ich bin jetzt erstmal weg von der Außenwelt für 20 Tage. So Leute, ich muss auf jeden Fall sagen, lasst ein nettes Kommentar da, Kritik, Anregungen, alles unten rein, wenn ihr irgendwas anzumerken habt. Oder besser gesagt, Verbesserungsvorschläge habt. So, dafür bin ich auf jeden Fall für alles offen. Und das ist auf jeden Fall noch eine zu kleine Bewertung da, ob es euch gefallen hat oder eben nicht. Also einmal offen sein, ich bin für alles offen. Hab ich jetzt ein paar Mal gesagt, ne? Kann man sich denken, was das bedeutet, ne? Gibt's eine kleine Anspielung. So, aber egal. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Besucher, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.